Leute, es ist endlich soweit. Mein erstes YouTube-Video kommt online. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich lange davor gedrückt, habe auch schon in Amsterdam und in London versucht zu vloggen. Ich kann euch die Aufnahmen ja hier mal ein bisschen einblenden. Letztendlich habe ich mich irgendwie doch nicht so wohl gefühlt zu vloggen, mich irgendwie nicht getraut, das Ganze hochzuladen. Aber dieses Mal versuche ich mal über meinen Schatten zu springen. Und was würde es für eine bessere Möglichkeit geben, als das beim Transvision Pop-Up zu machen? Dieser findet nämlich diesen Samstag in Köln statt und ich habe mir gedacht, ich nehme euch da mal ein bisschen mit. Bitte seid wirklich nicht zu streng mit mir. Ich gebe mir Mühe, alles mitzufilmen, in die Kamera zu sprechen. Wenn ich es nicht so gut hinbekomme, dann ist es halt so. Aber ich werde mich zwingen, das Ganze hochzuladen. Und ich werde euch jetzt direkt auch so einen kleinen Fit-Check geben, beziehungsweise die Sachen zeigen, die ich am Samstag vorhabe anzuziehen. Es soll nämlich laut meiner Wetter-App 20 Grad warm werden. Dementsprechend habe ich mir gedacht, weil ich das Ganze nicht so sehr einschätzen kann, ziehe ich noch meine Entire Studios Bomberjacke an, damit ich die im Notfall auch ausziehen kann. Darunter ziehe ich meinen schwarzen Transvision Zipper an, weil ich es irgendwie immer ganz cool finde, wenn man zu einem Pop-Up geht, auch etwas von der Brand zu tragen. Um dem Zipper ein bisschen farbig zu matchen, ziehe ich darunter mein schwarzes Skims Tanktop an. Das ist zwar ultra überteuert, aber irgendwie ist der Fit doch richtig cool, deswegen lohnt sich das irgendwie schon. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Als Hose ziehe ich meine Life is Pain Denim an, der Fit von der ist echt insane. Und als Schuhe, wie könnte es anders sein, werde ich meine Veneta Kater-Tims anziehen. Eigentlich müsste ich mich schon fast schämen, weil ich die wirklich fast zu jedem Fit trage, aber die passen halt auch zu wirklich fast allem. Deswegen werden die auf jeden Fall angezogen. Ich würde sagen, der Fit ist ziemlich entspannt, jetzt nicht wirklich was Besonderes, aber wenn es wirklich zu warm werden soll, kann man den, denke ich, ganz gut rocken. Ich will euch jetzt auch wirklich nicht mehr länger warten lassen, deswegen würde ich sagen, lasst uns direkt mit dem Vlog starten. Wirklich Soße und nicht Soße, bitte. Was sagst du zu der Location? Vibe? Kollektion? Schaut euch an Vivian, die coolste weibliche Streetwear-Content-Creatorin. Falls ihr nicht folgt, seid ihr Loser und dumm. Let's go, hört auf den Mann. Jetzt bei Pop-Up-Stufen, ich höre mal auf, dass der aus der Transvision-Pop-Up-Jacke gemacht wurde. Wie ihr sehen könnt, die Halle ist gut voll. Hier ist so ein leichter Nebel, was wirklich so einen krassen Vibe erschafft. Und jeweils rechts und links auf den Seiten kann man auch die neue Kollektion sehen. So, ich habe euch jetzt nochmal die ganze Kollektion ein bisschen in Detail aufgenommen. Ich glaube, das sind so circa 40 Pieces, ich glaube, ein bisschen mehr. Darunter gehören halt diese Sweatsuits, die es in, glaube ich, 6 Farben gibt. Und wie ihr hier bei dem Gelb ganz gut erkennen könnt, haben die alle so eine Sunfaded-Optik. Finde ich richtig nice. Und ich glaube, meine Favorite-Colorways davon sind der Khaki-Grüne und der Braune. Also ich finde, die sind richtig, richtig gut gelungen. Und was halt auch zu dieser Made-to-Last-Kollektion gehört, sind die Base-Denims. Da wurden auch 2 neue Colorways hinzugefügt und bald kommen auch noch Jorts dazu. Gerade YouTube-Follower von Vivian, wenn ihr auch keine Follower seid, lasst ein Abo da. Wenn ihr Follower seid, lasst ein Like da. Und support Vivian. Transvision Pop-Up war ein Rap. Es war ein W-Day. Und wir sehen uns. Im nächsten Vlog. Ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da, aktiviert die Glocke, weil es werden jetzt noch viel mehr Vlogs kommen und wir sehen uns das nächste Mal beim Leben. Es wurde sich überlegt, ein YouTube-Comeback zu starten. Aber es Cap, ist Cap! Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen vom ersten Vlog von Vivi. Oh mein Gott, eine Premiere auf YouTube. Wir sehen uns beim zweiten Vlog wieder. In London. In London, oh mein Gott, wir sehen uns echt wieder. Tschüss, Leute.